Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Keiner kann mich ficken Bundle von Jizzes. Alle weiteren Informationen zu dieser Single, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Single und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Keiner kann mich ficken von Jizzes, das Ganze am 26. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein neues Single-Bundle aus dem Hause 187. Wir haben hier das Bundle bestehend aus der Single an sich, Keiner kann mich ficken. Und zum zweiten hier ein Shirt. Beides kommt hier noch in Folie verschweißt. Beides war über den Shop von 187 bzw. von Jizzes zu haben. Einmal das Shirt. Wir haben hier auch noch Sticker. Und zwar, Moment, hier lesen wir es. Größe M, Jizzes und Barcode. Also man konnte dieses Shirt größentechnisch frei auswählen. Ich glaube von S bis XXL. Oder so, da war alles dabei. Ich habe mich für M entschieden. So, dann haben wir noch das Schulcase, das ebenfalls verschweißt ist. Und auch das holen wir mal aus der Folie. Also, das ist die neue Single am vergangenen Freitag erschienen, am 26. Februar. Keiner kann mich ficken, so heißt das. Das Ganze ist von Jizzes, der hier auch abgebildet ist. 187 Straßenmann, der präsentiert. Ja, das Ganze ist hier in dieser Reihe, in dieser Fortsetzung dieser Middle East Aktion. Also wir hatten ja letztens die Single Paradies. Ich glaube, die wurde in Beirut im Libanon gedreht. Und jetzt haben wir hier eine Single, die hier im Irak stattfindet. Also viele Rapper, die protzen ja irgendwie mit Schusswaffen oder ja mit ihrer Gang. Jizzes hat hier in diesem Video einfach mal seine eigene Privatarmee aufgestellt. Das Ganze kommt hier in so einer Camouflage-Optik auf der Seite. Übrigens sehr erfreulich, dass hier dieses Single Case oder dass die Single hier ein Jewel Case bekommen hat und nicht einfach eine Papphülle oder irgendwas anderes. So, auf der Seite entsprechend beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir ihn hier mit einem schönen Geschütz. Keiner kann mich ficken plus Instrumental. Also zwei Tracks sind hier mit drauf. Dann haben wir hier noch die Credits, die ganzen Logos der Beteiligten. Barcode, okay. Dann schauen wir mal rein, auf der Seite übrigens auch beschriftet. So, als erstes haben wir hier einen Einleger, also kein Booklet, sondern hier wirklich nur so eine Seite, die hier beidseitig bedruckt ist. Einmal das Cover und einmal hier die Rückseite. Ja, eventuell so als Alternativcover zu verwenden. Dann die CD, auf dieser lesen wir wieder hier oben den gelben Schriftzug. Und dann haben wir hier diese Soldaten. Dann darunter die Tracklist, die Infos dazu und hier wieder Camouflage. Und auf der Rückseite kommt dann wieder zum Vorschein 187 Middle East. So, so viel zu diesem, zu dieser Single. Heftiges Video gab es oben drauf. Und dann haben wir als zweiten Bundle-Inhalt ein Shirt. Und zwar in einer sehr ungewöhnlichen Farbe. Die meisten Bundles oder generell die meisten Shirts in Boxen und Bundles kommen ja dann doch eher so in Schwarz oder Weiß. Hier hat man sich für ein Dunkelblau entschieden, also Navy, soweit ich es beurteilen kann. Dann hier, sieht ein bisschen so aus wie eine Briefmarke. Hier so mit diesen Zähnen am Rand, Briefmarkenoptik. Hier unten sogar so mehr oder weniger gestempelt. Und dann eben hier nochmal das Cover der Single. Auf der Rückseite haben wir nichts weiter drauf. Komplett hier dunkelblau. Und wir haben es bei dem Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton Tearaway. 100% Baumwolle, Größe M. Made in Dominikanischer Republik. Grüße gehen raus. So, wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dieses dunkelblaue Shirt, dieses Navy Shirt und dann hier diese riesengroße Briefmarke. Hier unten lesen wir eben wieder 187 Middle East und links lesen wir sogar Irak, das fällt mir jetzt erst auf. Und dann haben wir hier eben den Interpreten mittig in der Hocke, daneben dann der Singletitel und darüber nochmal der Riesenschriftzug in Gelb und weiß darüber dann noch etwas kleiner 187 Straßenbande präsentiert.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Größe M, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Und dann der zweite Bundle-Inhalt ist hier das, die Single von Jesus, Keiner kann mich ficken, im Jewelcase mit insgesamt zwei Tracks, also den Track regulär und der Instrumentalvariante. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Keiner kann mich ficken von Jesus. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Single bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jesus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.